gestern mal lieber mit dem Personal jetzt. Und das werden wir jetzt besichtigen. Wir haben die Rezeption. Wäre super, wenn man erste Führung machen könnte und dann auch mit der Klasse. Okay, ja, ich kann Bescheid geben. Erste Arbeit haben wir schon. Hallo, Sonja, hallo. Willkommen. Hallo. Und fit? Na klar. Ich könnte. Auch. Oh. Hier hat man einen privaten Poolzugang. Das ist natürlich herrlich. Die Einlache. Das ist hier der private Stand. Das heißt, ihr habt richtig Wind, dass hier. Ja, ja, immer. Auf jeden Fall. Morgens ist es ruhig, das ist Wasser, also wirklich keine einzige Welle. Und so ab mittags wird es immer gut windig. Also Wassersport bietet sich schon an, sieht man jetzt hier auch gerade bei der Sailing. Ja, das Strand ist, wie ja auch in der Broschüre steht, teilweise sandig. Vorne, wenn man ins Wasser geht, steinig. Ist generell hier in der Ecke so, auch wenn man weiter hier durch den öffentlichen Strand fährt. Badeschuhe sind immer gut. Wir versuchen jetzt nicht zu auf der Terrasse. Das ist ein enges Platzzimmer. Wir haben auch nur 20 Quadratmeter. Zimmer und Schränke. Man darf halt nicht zu groß sein. Unten sind die Swimmerpool-Zimmer und oben sind die Standardzimmer. Hier geht schon ein bisschen Wind und vorne hat man nur Kies. Man sollte sich ein paar Badeschuhe mitnehmen. Hier sieht man die Villa. Mit Meerblick, das ist vorne die erste Villa. Hier im TUI-Katalog ist das mit Villa Meerblick beschrieben. Das ist quasi die Kingsley. Die geht hier einmal komplett rum, das ist der private Garten mit Jacuzzi, Pool innen drin und insgesamt 130 Quadratmeter ungefähr. Küche, Wohnzimmer, also. Hier ist ein privater Pool also immer, in der Villa Beach Suite mit Meerblick. Ja. Und ein Fahrradstand, ganze Saison hier, wenn man schön auf dem Tee oder was kostet das? Fahrrad fahren will. Die haben ihre eigene Preise, also das ist relativ günstig, so 25 Lira pro Tag. Das sind also keine 10 Euro. Das ist nicht so wichtig. Ach, je nach Bike dann. Hier sind wir das Theater. Sehr betonlastig. Hier ist dann ein Friseursalon und hier eine Shopping Mall. Geht quer durch die ganze Anlage. Hier ist eine schöne Brücke. Und hier schwimmen auch noch richtig schöne Fische, große. Könnten wir auch noch angeln gehen hier. Eine ganz, ganz tolle Anlage. Hier ein bisschen Shopping Mall. Hier sieht man, die Wasserrutschen sind 2 Stunden vormittags und 2 Stunden mittags hier geöffnet. Sind schön groß. Und dann schön gelandet. Und so. Das ist auch immer extra.
dieses Restaurant hat 24 Stunden geöffnet. Und da kann man sich den ganzen Tag aufhalten, wenn man Lust hat. Super schön. Hier oben haben wir ein à la carte Restaurant und hier unten ist die Snackbar. Kann man dann essen, schön zu Mittag. Sieht schön aus. Die Häuschen sind alle schön. Und hier ringsrum sind immer Swim-Up-Pool und oben ein Ballzimmer. Und ganz oben drauf die Best-Ballzimmer. Hier sieht man es, da hat man dann einen eigenen Balkon. Das sind die Best-Ballzimmer. Hier sind so die ganze Anlage. Hier sind die Swim-Up-Pools. Hier oben die normalen Doppelzimmer. Und ganz oben die Best-Ballzimmer. Wird alles schön aufgeteilt. Swimmerpools ist natürlich super schön. Hat jeder eine schöne, kann man sich halt schön abkühlen. Man liegt schön auf dem Balkon. Eigentlich eine ganz schöne Anlage, finde ich. Das hier mal ist ein normales Standardzimmer. Softdrinks, Alkohol, hier ist Schokolade, also gibt es verschiedene Standardzimmer. Zwei große Betten. Da hinten ist ein Gespenst. Ist das dein Zimmer hier? Ja, ja. Ich sitze immer ganz gerne auf dem Balkon. Du sitzt immer ganz und schaust hinten gerne ein bisschen raus, ne? Ja. Zimmer sind sehr schön, aber ich würde auf jeden Fall Poolblick nehmen. Ich wollte hier nicht im Spiegel haben. Mach mal, warte mal, ich bin gleich. Du bist im Spiegel.